Salve a tutti, hier ist der Mittwoch DAX. Wir haben den 17. Februar, es ist 17.40 Uhr. Xetra ist zu, DAX läuft natürlich nachbörslich noch ein bisschen weiter. Und das hier ist, wie gesagt, Mittwoch DAX, sprich die etwas aggressivere Variante. Bevor ich es vergesse, das tue ich nämlich schon seit bestimmt 3 Wochen. Ich mache am 27. und 28. mache ich ein Webinar, aufgeteilt auf 2 Tage, insgesamt 8 Stunden. Nähere Infos gibt es auf der Homepage www.schlegel-trading.com. Es sind noch 2, vielleicht sogar 3 Plätze frei, muss ich schauen. Das müsst ihr mal schauen, ob euch das ist. Auf dem Reiter Seminare seht ihr, worum es da geht. Das ist dieser, was die deutsche Börse nennt, der 5-Punkte-Plan. Guckt euch das mal an. So, jetzt gehen wir hierzu. Heißer Tag heute, muss ich sagen. Gefällt mir gut, liegt mir. Und jetzt schauen wir mal hier, was wir haben. Was ist denn hier los? Jetzt gucken wir mal hier, was wir hier haben im DAX. Und zwar, das ist die Tagessicht. Wir haben jetzt ein ganz fieses Dreifach-Top. Einmal, zweimal, dreimal. Mir kommt es so vor, als ob einer einen Marathon läuft und bei Kilometer, was ist das dann, 41,5, sieht er schon die Ziellinie, sieht auch schon, das ist die Zielflagge und dann kommen so ein paar eifrige Helfer und packen die einfach mal 5 Kilometer nach hinten. So kommt mir das vor. Also, anders kann ich das nicht beschreiben. Da ist schon jetzt eine Menge Frust da drin, dass wir das einfach nicht schaffen, hier drüber zu schließen. Dreifach-Top. Relativ selten, meistens sehr stabil für eine geraume Zeit. Wir haben, ich nehme es näher ran, heute hier Kontakt aufgenommen mit der 20-Tage-Linie. 13.889 haben wir Kontakt aufgenommen. Das heißt, wir sind in der Mitte der Bänder und gelten von den Bändern hier als neutral. Aber, und hier kommt das Aber, wir nehmen ein ordentliches Momentum mit von oben runter. Deswegen glaube ich, dass diese Signale, die ich hier bekomme, über das MACD, lang, kurz, kurz, gleich Verkaufssignal, traditionelle Sichtweise, moderne Sichtweise, beides negativ und nach wie vor ein Verkaufssignal, das Stochastik, dass das weiter greifen wird. Ich muss davon ausgehen, dass wir weiter runtergehen. Ich habe hier eine Linie gezeichnet, die zeige ich jetzt, beziehungsweise erkläre ich jetzt mal im 4-Stunden-Chart. Da muss ich den wieder ein bisschen aufdröseln. Und zwar kommt die hierher. Die haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gesehen. Das ist der Bereich 13.721. Ich sage immer Bereich, weil nie genau auf den Punkt gucken. Ja, das kann man natürlich errechnen, aber ich mache das auch nicht. Ich habe dann immer so eine 15-Punkte-Range oben drunter, also 30 Punkte insgesamt. Auffallend ist auf, dass auch dass, diese Kerze hier momentan genau mit dem 200er gleitenden Durchschnitt zusammenläuft. Und da sind wir hier bei 13.838. Das ist jetzt nicht mehr weit weg. Das ist so eine Geschichte, die man zwischen 9 und 10 mal abfrühstücken kann. Aber das gilt natürlich auch als kleine Unterstützung. Die ist mir wichtiger hier, weil von hier sind wir fulminant durchgebrochen und haben eine ordentliche Rallye hingelegt. Das ist nicht so schön. Wir sind weiterhin negativ über das MACD. Wir gelten weiter als überverkauft über die Stochastik, über den Oszillator. Aber das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie so ein kleines Gummi haben und ziehen das. Ja, da kommt irgendwann der Punkt, wo sie loslassen und dann überreagiert das schnell. Und das ist meistens mit der Technik auch so der Fall. Das hatten wir auch hier, dass dann ganz, also eine kurze Bewegung, die muss gar nicht mal heftig sein, bringt die Technik dazu zu übertreiben. Deswegen gelten wir jetzt schon als überverkauft. Das ist kein Kaufsignal. Definitiv nicht über die 4 Stunden. Da hat er noch Platz. Der kann sich da jetzt ein paar Tage aufhalten. Dann haben wir hier die Stunde und daran machen wir auch die Scheine mal fest. Die Stunde, vor allen Dingen solche Kerzen hier, die sind fies. Die sind richtig, richtig fies. Da geht das Ding ordentlich runter und macht dann so eine Art Doji. Ja? Ich sage so eine Art Doji, weil ich gucke auf die Dojis nur, wenn sie oben im Extrembereich oder dann unten im Extrembereich sind. Egal wie, wir sind da durch. Wir sind genauso weiter negativ über die Stochastik, wir sind weiterhin negativ über das MACD, wir sind weiter über die gleitenden Durchschnitte, wir sind unterhalb des unteren Bandes. Ich habe hier kein positives Signal, gar nichts. Ich muss davon ausgehen, hier ist wieder diese kleine Linie hier, dass wir wenigstens diese 13.721 sehen. Wenn der jetzt natürlich dafür 5 Handelstage braucht, dann wird sich das hier ein bisschen abflachen und wahrscheinlich nochmal steigen. Aber im Prinzip stelle ich mich darauf ein, dass wir das hier nochmal sehen. 13.715. Zu den Scheinen. Ich habe einen gefunden, 13.502er Basis, da sind wir hier.
Den packe ich mir auf die Watchlist. Den will ich mir anschauen, wenn ich weiß, was hier passiert bei der 13.721. Das möchte ich gerne wissen. Kaufen tue ich den jetzt nicht. Der hat einfach, ich glaube, der will einfach noch ein bisschen ausatmen. Ja. 13.502, das ist ein 34er, fast ein 35er Hebel, das ist die Kennnummer GH0VLM, Gustav Heinrich 0, was ist das denn für V? V wie Victory, Ludwig Martha. Irgendwann lerne ich dieses Alphabet nochmal, ich verspreche es euch. Ich sehe schon, wie der eine oder andere die Augen rollt. Dann zum Chart. Und den Chart, den kann ich jetzt echt knallig hier hinten dran legen. Hier sind wir bei der 14.200. Und dann nehme ich genau den hier, ebenfalls ein 35er Hebel. Das ist bei 14.298. Das ist die Kennnummer GD Gustav Dora 41 Gustav 3. Den möchte ich allerdings spätestens stoppen. Naja, bei 14.250. Momentan rechne ich nicht damit, dass wir in absehbarer Zeit, sprich die nächsten 1, 2, 3 Wochen, nochmal hier das Dreifach-Top sehen. Ich weiß nicht, was das für eine Nachricht sein soll. Ja, vielleicht alles Corona-mäßig aufgehoben, weiß ich nicht. Das könnte sowas sein. Aber nein, ich muss, auch wenn wir jetzt um 17.47 Uhr ein kleines bisschen nach oben laufen, der Markt ist angeschossen. Ja, also das kann man mir erzählen, was man will, der ist angeschossen. Und deswegen, ich kann ihn nicht long gehen. Da mache ich lieber nichts, aber long gehen tue ich ihn erstmal nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.